Problem beim Poolsetter, beim Führen. Kommt jetzt in die Box gefahren. Und Yannick Fübrich fährt schon auf 2. Ist vorbei am Sorgauto. It's the battle for third, effective third place over. We'll have to throw. Wir haben natürlich von den dreien, die in der Lage sind, noch zu gewinnen, ja, die vermeintlich schlechtesten Chancen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall eine Strategie zurechtgelegt. Wir hoffen, dass die natürlich fruchtet. Viele Rechnereien in den letzten Wochen und Tagen. Wir müssen gewinnen auf jeden Fall. Wir möchten den natürlich heute holen. Wir müssen dazu gewinnen, ganz klar. Ich denke, wenn wir einen super Job machen, dann werden wir das auch schaffen. Wie immer, einfach alles geben, sauber durchfahren, gewinnen und dann der Rest entscheidet das Schicksal. Wir können heute noch gewinnen. Super happy to be starting on pole and looking forward to the start and hopefully getting a gap for my teammates, and we'll see where we are in 4 hours. Blick auf die Bilsteinstribüne, Blick zurück. Da sehen wir viel Laub liegen auf der Strecke. Sollte nicht das Problem sein. So all eyes on the starting gantry. We're going to go ahead just about ahead of the top of the hour, and it's a brilliant start from the lone car on the front row, Adam Christodoulou at the wheel. Riesenproblem beim Polesetter, beim Führen. Kommt jetzt in die Box gefahren. Patrick Assenheimer kommt auch rein. Mal schauen, ob er viel Laub drin hat. Also auch da das Problem. Nico Otto hat einen guten Start, kommt gut weg. Und Yannick Fübrich fährt schon auf 2. Ist vorbei am Sorgauto. Schaut euch das an, Lars. Das ist Millimeterarbeit zwischen Jaminet und Hendrik Still. The car was working very well. I had some nice fights with the BMW, with the Mercedes, with the Audi. So wie ich es gerade gehört habe, steht es ganz gut. Wir müssen es jetzt halt nach Hause fahren. Klar, es kann viel passieren, nicht die Nordschleife. Zweiter Platz reicht auch, wenn Sie Zweiter werden, aber ganz sicher ist gar nichts. We need a lot of luck. And yeah, some up and down. And I hope for the rain, but unfortunately today the Nordschleife didn't perform. I was so looking forward to seeing Lars Koerns' delight at taking victory. But for Patrick Assenheimer, his teammate Mauro Engel has made Assenheimer a 4-time winner. Ich finde es jetzt einfach genial. Wir haben die Teamwertung gewonnen, wir haben die SP9 Pro-Meisterschaft und können einfach die Saison natürlich jetzt perfekt ausklingen lassen. Und wirklich ganz, ganz großes Lob für die starke Leistung, weil ohne die wäre es nicht möglich, die Mechaniker, die nachweislich bei 4 Siegen im Jahr einfach einen perfekten Job machen.
Und da kommen die neuen Meister, David Griesner und Yannick Fübrich. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Pix und Team Adrenalin Motorsport. Mega geil, also unbeschreiblich. Ich kann es noch gar nicht fassen. Der letzte Stint hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit und ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist und dass wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Unglaublich, einfach sprachlos. Was das Auto über die Linie ging, ist die komplette Last abgefallen. Jetzt ist perfekt. Jetzt ist eine perfekte Saison für uns. Ja, nice.